Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir zusammen einen kinderleichten Kuchen, den ihr gerne zusammen mit euren Kindern machen könnt. Ich habe mir dafür einen kleinen Backgehilfen gesucht. Zeig dich mal, Benji. Hallo, Jessa, ich bin schüchtern. Ach, hab dich nicht so. Da es dein erstes Video ist, habe ich mir ein sehr einfaches Rezept ausgesucht. Prasselkuchen. Kuchen was? Denkst du, ich krieg das hin? Ich habe das doch noch nie gemacht. Das kriegt jeder hin. Wir brauchen auch nicht viele Zutaten. Was brauchen wir denn alles dafür? Na, zuerst brauchen wir den Boden. Dafür habe ich Blätterteig aus der Kühlung genommen. Kein eigener Boden, du machst dir es ja sehr einfach. Ich guck erstmal zu, wie du das so machst, okay? Im ersten Schritt wird der Teig logischerweise erstmal ausgerollt und anschließend mit einer Gabel kleine Löcher reingestochen. Oh, das ist grobmotorisch, das kann ich auch. Darf ich das machen mit der Gabel? Bitte, 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 gib mir eine Gabel, ich will das machen, bitte. Da du mir ja helfen sollst, kannst du das gerne machen. Hier, bitteschön, viel Spaß dabei. Oh, meine erste Aufgabe. Das werde ich wohin bekommen. Ist ja nicht so schwer, mit der Gabel ein paar Löcher reinzustechen. Das könnt ihr auch gerne übernehmen, Kinder. Ist nicht schwer. Hier die Löcher mit der Gabel. Bibidi babidi bu. Juhu, das macht Spaß. Los, Kinder, das könnt ihr auch. Puh, fertig. So, was ist das jetzt hier? Was machen wir jetzt? Das ist Konfitüre. Ich habe mich für Heidelbeere entschieden. Ihr könnt aber nehmen, was ihr möchtet. Für die Größe des Blätterteigs sind es ungefähr 200 Gramm Marmelade. Wie gesagt, ihr könnt Heidelbeere nehmen, Aprikose, Pfirsich, was ihr möchtet. Oh, da kenne ich einen Witz. Sag mal, wie machst du am besten Marmelade? Na, mit Früchten, Geliert, Zucker, Wasser und so weiter, oder? Nee, du schälst einen Berliner. Oh je, wie auch immer. Ihr bestreicht auf jeden Fall den Blätterteig bis in jede einzelne Ecke. Das könnt auch gerne ihr Kinder übernehmen. Als nächstes werden die Streusel gemacht. Dafür brauchen wir 200 Gramm Mehl. Hier, bitteschön. Danke. Außerdem 100 Gramm kalte Butter. Hier, bitteschön. Die kommt darüber. Und zum Schluss noch 100 Gramm Zucker. Du kannst da alles zusammenmatschen und in kleine Klumpen kneten. Ich mach das nicht, da kriege ich meine Finger nicht wieder sauber. Ach, ich habe gar keine. Wie Benji schon sagte, wird jetzt das Mehl, der Zucker und die Butter alles in eine Schüssel gegeben. Das hast du toll gemacht. Es ist aber viel geworden. Denkst du, wir brauchen das alles? Da bleibt doch bestimmt was übrig zum Naschen, oder? Wer beim Backen hilft, darf auch naschen. Aber nicht so viele Kinder, sonst bekommt ihr Bauchschmerzen. Hört dann immer auf eure Eltern. Die Streusel werden im Anschluss auf den ganzen Kuchen verteilt, bis alles schön bedeckt ist. Das ist eine wunderbare Aufgabe für euch Kinder. Und kommt für 25 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. In der Zwischenzeit machen wir den Zuckerguss. Ich gehe dabei den Puderzucker suchen. Den habe ich hier irgendwo in der Küche gesehen. Ich gehe mal suchen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich glaube, hier bin ich falsch. Ich habe ihn doch erst noch gesehen. Das ist ja schlimmer als die Suche nach dem Hefewürfel im Supermarkt. Ich glaube, bin ich auch falsch, oder? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Na, was ist das? Hier ist das Ding. Das hat mich aber viel Anstrengung gekostet. Aber ich kann stolz auf mich sein. Trotzdem. Blöde Dose. Für den Zuckerguss brauchen wir als nächstes Zitronensaft. Entweder frisch gepresste Zitrone oder aus der Quetschpackung. Auf jeden Fall brauchen wir 5 Esslöffel Zitronensaft. 1, 2, 3, 4 und 5. Nun könnt ihr alles mit einem Löffel gründlich verrühren. Wenn die Masse noch zu zähflüssig ist, könnt ihr ein Schlückchen Wasser dazugeben und weiterhin verrühren, bis alles eine cremige, flüssige Konsistenz hat. Wenn der Kuchen nach der Backzeit hellbraun aussieht, nehmt ihr ihn aus dem Ofen und lasst ihn erstmal gründlich abkühlen. Wenn der Kuchen abgekühlt ist, könnt ihr den Zuckerguss darauf verteilen. Willst du das machen, Benji? Oh, gerne, du, das machst gerne. Kannst du mich dafür hochheben? Du kannst gerne den ganzen Zuckerguss darüber verteilen. Durch die Zitrone schmeckt der Kuchen wahnsinnig frisch und du brauchst damit ja nicht zu sparen. Ich übernehme mal die letzten Löffel, okay, Benji? Ja, mach nur, jetzt sind wir ja fertig. Ich hole jetzt mal ein ordentliches Rollmesser, damit wir schöne Stückchen rausschneiden können für uns, okay? Das Ding haben wir gut hingekriegt, das wird uns mit Sicherheit sehr, sehr lecker schmecken, du, ne? Ich bin stolz auf uns beide, das Schneiden mach aber lieber ich, okay? Dafür, dass das dein erstes Backrezept war, Benji, hast du dich wirklich super angestellt. Wenn du das kannst, könnt ihr Kinder das mit euren Eltern da draußen auch. Jetzt essen wir beide erstmal ein leckeres Stück Kuchen. Mmh, sieht das lecker aus. Warte, ich mach das hier. Gib mir mal die Kuchenschaufel her. Und wusch. Drauf damit und auf den Teller.
So, liebe Kinder und Erwachsene, vielen Dank, dass ihr bis hierher meinen ersten Backversuch angeschaut habt. Probiert den Kuchen gerne aus und sagt mir eure Meinung. Wie ihr gesehen habt, braucht ihr dafür nicht viel, um das kinderleicht zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo, Kommentar oder ein Like da. Damit würdet ihr auch dein Benji sehr glücklich machen. Oh, ist der lecker. Du musst auch mal probieren, das schmeckt so gut. Komm mal her, du. Oh. Auch von mir einen vielen Dank fürs Dranbleiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald im neuen Jahr mit weiteren Videos aus der leichten Küche. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.